Als die Quert an der vorgegebenen Andockschleuse festmacht, wird sie sofort von einem unbekannten Kraftfeld festgehalten. In diesem Moment ist Verena klar, dass die Crew in eine Falle getappt ist. Admiral, ich entschuldige mich. Ich habe es nicht kommen sehen. Dazu gibt es keinen Grund, Verena. Sollte es vonnöten sein, werden wir in vollen taktischen Zustand gehen. Aber zunächst möchte ich wissen, wer uns diese Falle gestellt hat. Verena, kannst du den Tower scannen? Ich beginne mit dem Scan. Im gesamten Tower lässt sich kein Lebewesen feststellen. Erweitere die Definition von Leben. Lege den Scan breit gefächert aus. Eines steht auf jeden Fall fest, wir werden den Tower nur mit unseren Avataren betreten. Admiral, das Einzige, was ich feststellen konnte, ist im oberen Bereich beim Eingang. Ein zersetzender Nebel. Verena, zeig mir das. Ich schicke eine Sonde mit Materialproben in den Korridor, den wir betreten müssen. Verena, öffne aber nicht die Schleuse. Teleportiere die Sonde direkt hinter die Schleuse. Wir sind Gefangene, also macht das keinen Unterschied. Ich lasse es so aussehen, als wäre die Sonde durch die Schleuse durchgedrungen. Dein Schiff, gib es mir. Die Forderungen dieses Unnahs Wesen waren eindeutig. Ich will dein Schiff, gib es mir, rief Henry die Führungsoffiziere der beiden Schiffe, der Quert und des Mutterschiffs Quert 2, im neuronalen Netzwerk zusammen. Wie Sie sicher alle mitbekommen haben, sind wir in eine Falle getappt. Ich möchte, dass der Computer der Exilbasis aufs Genaueste durchsucht wird. Wie wir feststellen konnten, wird der Eingang der Exilbasis von einem alles zersetzenden Nebel geschützt. Haben Sie Vorschläge? Natürlich wird das Außenteam nur mit Avataren den Gebäudekomplex betreten. Dennoch sollten die Avatare lange genug durchhalten können, damit wir feststellen können, mit wem oder mit was wir es zu tun haben. Das Wesen wird die normalen Avatare mit Sicherheit sofort als nicht echt identifizieren. Ich schlage also vor, bewusstseinslose Cyborg der neuesten Generation als Avatare zu verwenden. Wenn ich die Bilder, die von der Sonde übertragen wurden, analysiere, gibt es einen kleinen Bereich direkt vor dem Aufzug, der frei von diesem Nebel ist. Wenn sie zügig genug gehen, können wir sie mit einem Materieschild bis in zum Aufzug schützen. Die Quert wird mit Sicherheit von diesem Unnas-Wesen überwacht. Es muss ein Enter-Trupp in vollen taktischen Zustand an Bord der Quert teleportieren und einen eigenen Phasengenerator mitbringen. Es ist jedoch zu beachten, dass die Quert erst dann in der Phase verschoben wird, wenn wir Antworten auf das, was hier passiert ist, bekommen haben. Oder wenn die Mannschaft der Quert in Gefahr gerät. Auch dann muss sofort gehandelt werden. Die Sicherheit der biologischen Mannschaft ist auf jeden Fall zu gewährleisten. Ich fasse zusammen, bevor unsere Avatare den Schleusenbereich betreten, muss der Enter-Trupp in vollen taktischen Zustand mit Phasengenerator schon an Bord und in Position sein. Ein zweiter Trupp ebenfalls in vollem taktischem Zustand teleportiert im Eingangsbereich an den Computer und übernimmt die Daten dieses Computersystems. Zum Außenteam gehören Verena, Talia und meine Wenigkeit. Wir werden im Mannschaftsbereich unter den Duschen den Austausch des Außenteams gegen Avatare vornehmen. Das biologische Außenteam wird in vollen taktischen Zustand versetzt und kann somit seine Stellvertreter aus dem Mutterschiff steuern. Die Mission ist beendet, sobald wir wissen, was hier passiert ist und wir eine weitere Falle für weitere Ahnungslose verhindern können. So wie es von der Crew geplant war, ereigneten sich viele der Details fast zeitgleich.
Auf dem Mutterschiff waren die Duplikate der biologischen Besatzung bereit für den Austausch. Der Entertrupp, dessen Aufgabe es war, sicherzustellen, dass im Notfall die Quert sofort in den vollen taktischen Zustand übergeht, wurde an Bord des Schiffes teleportiert. Der reibungslose Austausch zwischen der biologischen Besatzung und den Avataren fand fast zur gleichen Zeit statt. Mit aufgeregter Kraft thematisierte Verena einen Gedanken, der von Talia sogleich erweitert wurde. Gemeinsam fanden sie eine potenzielle Erklärung dafür, warum das Unnas-Wesen bisher nicht an Bord gekommen war. Admiral, wenn dieses Unnas so mächtig ist, warum kommt es dann nicht an Bord? Gibt es da möglicherweise etwas, das es daran hindert? Du meinst die Atmosphäre? Das würde das Gas im Schleusenbereich erklären. Teleport hinter die Schleuse, wir lassen die Schleuse geschlossen. Henry traf die Entscheidung, das Schleusentor nicht zu öffnen, basierend auf den Aussagen der beiden. Mit Entschlossenheit befahl er einen Teleport auf die gegenüberliegende Seite der Schleuse. Wir sollten uns beeilen, das Kraftfeld wird nicht ewig halten. Warum hast du die Schleuse nicht aufgemacht? Weil ich erst zu dir kommen werde. Nach und nach teleportierten die Cyborg aus dem zweiten Trupp in vollem taktischen Zustand in den Korridor des Towers. Ihr Ziel war es, an die Daten der Exilbasis zu kommen. Wir haben den vermeintlich sicheren Bereich erreicht. Das Außenteam erreichte, ohne Schaden genommen zu haben, den Aufzug. Die Fahrt mit dem Aufzug verlief ereignislos, bis sich die Türe öffnete. Was ist das, Verena? Ich vermute mal Säure. Dieser Ansicht bin ich auch. Demnach müssten die Wände aus Chitin bestehen. Du meinst Insektoid? Warum nicht? Stellt sich nur die Frage, ob es natürlichen Ursprungs ist. Ich hoffe nur, dass der Trupp bald eine Antwort hat, bevor unsere Anzüge unbrauchbar werden. Talia, da kann ich dich beruhigen. Unsere Anzüge sind säureresistent. Größere Sorgen mache ich mir, dass in dieser Brühe noch etwas Lebendes darin ist. Oh, vielen Dank. Jetzt geht es mir gleich besser. Es freut mich, wenn ich dir helfen konnte. Verena, das war Sarkasmus. Oh, mit diesem Konzept habe ich noch etwas Schwierigkeiten. Obwohl das Außenteam selbst nicht vor Ort war, fühlt sich keiner bei dieser Umgebung behaglich. Admiral, wir haben die Daten. Das UNAS braucht einen lebenden Wirt. Nur so kann es in einer Sauerstoffatmosphäre an Bord eines Schiffes existieren. Den Aufzeichnungen zufolge verliert es die Kontrolle, wenn es wütend wird. So haben die Bewohner von Altara es an Bord ihres Schiffes gebracht. Dass es hier endet, war ihre Absicht. Nachdem der letzte Altarianer verstarb, war es hier gefangen. Danke, Erster. Talia, Verena, zieht euch zurück. Was machst du, Henry? Ich vermute, der Admiral wird das Unnas in den Wahnsinn treiben. Talia, Verena, zieht euch zurück. Wo sind deine beiden Begleiterinnen? Sie liegen tot in deinem Säuretunnel. Ich bin der Einzige, der noch übrig ist. Komm herein, komm zu mir! Deine Einrichtung ist sehr speziell. Jetzt gehörst du mir. Warte einen Moment. Ich möchte dir etwas zeigen. Zeig, ich will es sehen. Hier
Schau genau hin. Ich werde jetzt sterben. Mann, ich bin hier weg. Unas verlor die Selbstkontrolle. Das Kraftfeld fluktuierte. Tarek reagierte sofort und riss sich vom Tower los. Die Quert war wieder frei. Henry gab die Anweisung aus, Warnbojen auszusenden, die vor Unas warnten.